So, also Platz sollte noch ungefähr für eine halbe Stunde sein. Muss jetzt auch mal besser auf die Uhr gucken. Aber ich werde diese halbe Stunde jetzt voll ausnutzen und ganz effektiv spielen und am besten nichts mehr dazu sagen, damit ihr alles ungestört genießen könnt. Nein, das war Spaß. Ich besitze Ausrüstung, mal was ganz anderes. Neue Ausrüstung. Und öffnet eure Heldenübersicht, um euch damit auszurüsten. Ja, das habe ich auch vor. Ha! Ein stumpfes Beil. Eins. Das scheint wohl was mit Ausrüstungsset zu tun zu haben. Und was ich wohl die ganze Zeit hatte, waren keine Wurfäxte, sondern eine Speerschleuder. Und ich habe ja etwas für die Begleithand. Und mit Rechtsklick sehe ich anscheinend mal die Sachen, die ich darauf auf diesem Slot ausrüsten kann. Und das wäre in meinem Fall das Kriegshorn. Und ich habe eben ein Bereit? Event angezeigt bekommen, Karawane, Abmarsch! das ich jetzt aber noch mal gern sehen würde. Ihr habt doch Isormir erledigt. Wenn ihr weitere Wege zum Ruhm kennenlernen wollt, sprecht mit mir. Was ist das Blaue eigentlich? Hornruf Krause. Kann ich nicht anklicken? Kann ich nicht verwenden? De facto ist es uninteressant. Ihr habt doch Isormir Ja, erledigt. mit Wenn ihr Akna weitere müssen wir Wege zum reden. Das Ruhm mache ich jetzt auch kennenlernen. mal. So, ich bin etwas erschlagen von diesen Informationen hier, die auf einmal kommen. Ich habe 0% der Welt abgeschlossen und Speer Akna sagt, dieses Tal ist heilig und gefährlich. Besucht die Schreine der Geister der Wildnis. Bla, habe ich nicht lesen können. Ihr habt weite Wege vor euch. Die Wege. Ja, Mann, ey. Okay, was du wolle. Okay, für so ein Herz. Um ein so ein Herz zu bekommen, muss ich den Leuten in den Wandererhügeln helfen. Ich frage mich gerade, ob es hier viele Franzosen sind. Da. Ja, anscheinend Französisch gesprochen wird oder auch zum Teil Italienisch, das kenne ich nicht. Ich hoffe, hier sind auch Deutsche unterwegs. Kann ich mit dem Typ jetzt noch mal reden und okay, er hat den Geist der Schneeleopardin. Ich muss mich. Okay. Ja, fertig. Also was muss ich tun? Wo bin ich überhaupt? Den Schneeherren. Nee, am Schneeherrentor. Und zu solchen Wegmarken kann ich mich anscheinend teleportieren, wenn ich sie auf der Karte hier anklicke. Ist praktisch. Okay, aber nun, wo muss ich eigentlich hin? Ausrüstungsreparatur. Ein Handelsposten. Verdient einen Fertigkeitspunkt. Kann ich das markieren irgendwie? Obere Ebene. Oberfläche. Okay.
Also wenn ich das jetzt kartenmäßig erreiche, werde ich mir natürlich versuchen, den Fähigkeitspunkt zu ergattern. Okay, das war jetzt wieder so eine Art Zurückziehen. Etwas unnötig zurzeit. Oh, was gibt's hier? Ein Rabe. Kann ich den angreifen? Versperrt, okay. Jetzt habe ich ihn aber ganz gnadenlos gekillt und ihn in der Luft hängen lassen, die arme Sau. Ich frag mich auch noch, wozu das Kriegshorn gut sein soll oder auch irgendwann mal gut sein wird. So, kann ich mir hier jetzt einen Fertigkeitspunkt verdienen? Da vorne anscheinend. Isomir's Body. Commune F. This is the body of Isomir, the Great Worm. It was truly one of your greatest hunts, the start of your legend. Commune with this place of power. Ja, dann gib halt mal. Yippie. Cool. Nice, nice, nice. Ich schau mir gerade mal noch meine Kontakte durch. Ja, jetzt weiß jeder, wie mein Accountname lautet. Böse, böse. Könnt mich als Kontakt hinzufügen, wenn euch danach ist. Post. Ich habe Post. Habe ich? Nein. Ich kann verfassen an... Weiß ich nicht. Kennt niemand. Schwarzlöwen Handelsgesellschaft. Also, das ist der... Edelstein-Shop, wie es scheint. Gerade mal uninteressant. Gilde. Gilden sind eine tolle Gelegenheit, um eine Gemeinschaft aufzubauen. Mitglieder können über viele verschiedene Methoden im Spiel, auf der Website und über mobile Geräte miteinander kommunizieren. Gilden können auch Einfluss verdienen, um Aufwertungen wie Löffelboni und gemeinsam genutzte Gegenstandstresore zu werben oder Feste ausrichten. Tretet einer Gilde bei oder erstellt eure eigene. Aha, Gilde erstellen, das geht ja anscheinend sehr einfach. Ja, werde ich aber bis auf Weiteres jetzt erstmal beides nicht tun, weder erstellen noch beitreten. World versus World. Zu Welt gegen Welt gehen, wo soll ich da hingehen? In die Grenzlande. Okay, alles noch ziemlicher Bahnhof für mich. Tipps. Ja, das ist mir zu viel zu lesen. Bin ich gerade zu müde und zu faul dazu, ich gebe es ja zu. Deswegen rufe ich nochmal die Karte auf und stöbere, wo ich was machen kann. Such gerade mit Umschalt. Okay, mit Umschalt und Linksklick kann ich so bestimmte Punkte auf der Karte spotten, aber auch nur für ein paar Sekunden.
Okay, und mit Alt und Linksklick kann ich mir eine Markierung erstellen. Sehr, sehr gut. Und dann kann ich jetzt einfach mal hier rumwandern und ein paar Aufgäbchen erfüllen. Zum einen hier dieses Erdengeist der Schneeleoparden und noch eine unentdeckte Sehenswürdigkeit. Dazu reise ich am besten zur Wegmarke Borealis Wald. Das ist, oh, das kostet Geld. Naja, ich bin ein sehr sparsamer Mensch, vielleicht laufe ich deswegen auch lieber. Und grüßen nebenbei noch die Heidi und den Begli, der für die ganzen Reparaturen hier zuständig ist. Bewundern diese Landschaft, diese Architektur der Bäume. Ich nehme mir auch mal hier gerade so ein Rabenei mit.